おっす、仲間たち、ほいて、ウィー、来ました、牧場に。うん、meine Familie、mit mein Familie で牧ござい場。ます、牧場でございます。元気玉。かわいいポストがある。Und ja. 牛のあそこに。Und hier ist geiles Post. Post. Oh, Post in Form von einer Kuh. Da gibt es lecker Kuhmilch. Und ja, mit der ganzen Familie unterwegs. Aneki, Otosan. Und Mama Mo. Und wir machen heute ein Video hier auf der Farm und dann geht es noch weiter. Und ja, schau mal, wie so ein Farm in Japan aussieht. Ich bin echt mal gespannt, was hier alles so gibt. なんかいろいろある。いちご、あ、ゴルフもあるよ。パターゴルフ。温泉もある。Ginza und sogar einen kleinen Schrein gibt es hier anscheinend. Ja, ist theoretisch eine Farm, aber so eine Aktivitätsfarm, wo du halt einiges machen kannst. Familienausflug. めっちゃいい. Und klingt interessant. Interessant. Ich gehe. Jingisgan, これ食べたい。Oh. ジンギスカン食べたい。カレーも美味しそう。あ、でも昨日カレーだったわ。ジンギスカン。本当だ。ジンギスカンを試す。後でね。Also auch mit Lammfleisch. Das hatte ich noch nie. Die schauen übertrieben lecker aus. Lecker aus. Und auf der Farm, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. In der ersten Sekunde, als du ausgestiegen bist, man hat es gerochen, dass hier eine Farm ist. Kein Witz. Richtiger Farmgeruch. Aber ja, ich finde es halt mal interessant, auf jeden Fall zu sehen, was hier alles gibt. Und, es ist übertrieben riesig groß hier. Onaji Eis da. Onaji Eis. Oishi ne. Du desu ka? Oishi desu. Oishi. Oishi, saiko. Natsuwa. Bier datta saiko ne. Bier. Bier, Eisbier. Bier zu Eis. Bier zu Eis, aber nein, Kilo. Und wir haben auch das gleiche Eis. Und ich sag's euch, gerade bei der Hitze, Eis einfach beste. Mango-Milch. どうだい、マンゴー一瞬で溶けてく、やば。おいしい。ミルクがすごいね。ね、ミルクおいしい。うん。うん、ちょっと飲んでほしい、めっちゃおいしい。うん。わお、マンゴーやばい。マンゴーとミルクめっちゃ合う。あ、ich habe gerade auch das Mango probiert und ganz ehrlich, das schmeckt echt abartig. Das ist richtig schöne Softcream, richtig schön feste Creme. Und das Mango auch richtig nach Mango. War übertrieben lecker. Das Softcreme schmeckt auch sehr, sehr gut. Die Milch ist halt irgendwie übertrieben lecker. Da merkt man die frische Kuhmilch komplett raus auf jeden Fall. Mm. Hier gibt es wieder auch einige schöne Sachen für Kinder. Und zwar hier wieder mit so ja, diesen runden Ballons, wo man reingehen kann und dann auf dem Wasser sich bewegen kann. Sieht mega, mega cool aus. Ich würde, ohne Witz, ich würde das selber gerne mal machen, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen zu, ein bisschen out. Out of Gewicht bin ich, glaube ich, ein bisschen. Ja, Metzain da. Der Beyblade Muarimasse. Ja, sieht richtig cool aus, also muss ich sagen, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Da hinten ist auch so ein Chicken, wo, glaube ich, dich so in die Luft schleudern lassen kannst, so. Also ist so eine Farm mit Vergnügungspark irgendwie. So, für alle Leute, die sich fragen, wo wir sind, bei der Nasu Farm, hier steht Senbon, Senbon, Natsu, Senbon Matsu Farm in Nasu. So, hier machen wir jetzt kurz Fotos. Ich muss sagen, sieht auf jeden Fall wunderschön hier aus. Sehr viel Platz. Das Gute ist auch, es sind nicht so viele Leute da. Das heißt, ja, wir haben eigentlich sehr, sehr viel Platz hier. Und bis jetzt ist es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm hier. Hui! Ja, aber ich muss dazu sagen, die ganzen Attraktionen auf der Farm hier, die sind alle extra mit Kosten verbunden. Hier ist halt jetzt diese, sagen wir, Tiere anschauen. Und da kostet anscheinend der Eintritt 500 Yen.
Ja, und für ganz, ganz kleine Kinder drin, und für Babys halt, wie unsere Prinzessin ist, gratis. Und bei den anderen ist auch was von Geld da, deswegen die ganzen Attraktionen, in Anführungszeichen, sind halt da immer mit Eintrittsgeld verbunden, aber die Farm an sich ist so schon mal natürlich gratis zum Reingehen. Ja, hier sind wir jetzt drinnen. Und hier kann man auch Tiere füttern. Kannst du Futter kaufen und dann diese, die Kühe füttern oder Ziegen. Hier gibt es eigentlich, so wie es aussieht, mehrere Tiere. Da drüben ist, glaube ich, ein Ziegenbock. Ein Ziegenbock? Obwohl es hier Ziegenböcke gibt, gibt es ja leider keinen Ziegenkäse. Oh, na, guck dir das an. Ich habe einen Tschüss-Teil. Gau, Aneki, gau! Aneki war hier oder? Oh, suge. Tomodachi de kita, ne? Pochan. Und sogar die. Ja. Und sogar die Kleine hat es geschafft. あげられた. すごい。偉い. Tsuyoi. Oh, komm her, Prinzessin, ne? Oh, kawaii. Bellon. Das krasse ist halt, diese Verkaufsautomaten hier sind einfach ein Kuh-Design. So, ich gönne mir jetzt so einen besonderen Kaffee von der Farm hier, Milko hier. Testen wir dieses Milko hier. Mecha oishii da. Das ist halt sau teuer, 250 Yen. An sich schon teuer für so einen Kaffee, aber wenn der besonders irgendwie schmeckt von der Farm, dann geht es eigentlich klar, weil es auch noch aus so einem Verkaufsautomaten ist. Ich glaube, das ist eine Kindersicherung. Ah, hier, jetzt habe ich es. Okay. Wow, ja, Bayaji, ne? Also ist ohne Witz, dieser Kaffee hier ist mit der Geißel, den ich hier getrunken habe, dieses Milch ist schon übertrieben lecker. Also richtig, richtig, als wäre das hier frisch erzopfte Milch. Ja, aber wirklich richtig krass intensiv, die Milch. Da waren es die 250 Yen auf jeden Fall wert. Hier ist noch ein Haus, wo Hasen drin sind und da gehen wir gerade mal rein. Hui, du, dai Usagi-chan. Da ist noch einer, ein schön weißer. Aber zwei sind da sogar. Das sind zwei nebeneinander. Und das noch mehr Schweinchen. Ich muss halt sagen, ich hatte als Kind tatsächlich mal ein Haustier. Mein erstes Haustier war ein Hase, ein Kaninchen besser gesagt. Und ein Meerschweinchen. Und das hieß halt tatsächlich Bunny. Und ja, deswegen ist es gerade, wenn ich so sehe, so Hasen oder Meerschweinchen, da kriege ich immer richtig krasse Kindheitserinnerungen. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr für Haustiere habt. Emu. Hier sind noch Emu, so Toast von Emu. Bekaina. Hier sind riesig große Emus. Ich hoffe, dass die auch geile Musik hören. Also wir laufen gerade zum nächsten Platz und da sind Pferde. Und die sehen von hier schon abartig groß aus, also wirklich riesig groß. Und da ist noch ein süßes kleines Pony, wo gerade ein Kind drauf reitet, aber also ohne Witz, die Pferde sind wirklich richtig groß. Und einmal ein Pferd reiten würde bei 1000 Yen liegen. Ich zeige euch jetzt was, was ihr bestimmt noch nie in eurem Leben gesehen habt, und zwar einfach ein Schrein auf einer Farm. Unfassbar, in Japan gibt es Farmen, wo Schreine drauf sind. Und alter Falter, da denkst du gar nicht, dass du auf einer Farm bist, da denkst du, du bist in der Welt von Inuyasha. Sieht richtig geil aus hier, also wirklich wunderschön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mecha Kidae Koko. Also unfassbar, muss ich sagen, das fasziniert mich wieder unfassbar.
Weil wer erwartet einfach einen Schrein auf einer Farm? Das ist so abartig schön einfach nur. Und ja, hier gefällt es mir bis jetzt am besten. Wir gehen jetzt hier essen und zwar gibt es heute zum ersten Mal in meinem Leben für mich Dschingiskan. Das ist Lamm, gebratenes Lamm ist das im Prinzip und wir sitzen hier schon am Tisch. Hier ist es Essen, das ist das Lamm, das haben wir dreimal bestellt und das andere Essen auch noch. Es wird dann hier auf dem Grill gebraten und natürlich gibt es dazu noch ein leckeres Bier und ja. Kanpai! Oh, da geht's los. Wo, oh, jetzt fängt's an, hier wird gegrillt. Ich habe als Kind mal Lamm gegessen. Ich weiß halt nicht mehr, wie es schmeckt. Ich habe es echt nicht mehr in Erinnerung. Deswegen freue ich mich mega. Und ich würde auch gerne von euch wissen, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr Lamm findet. Ob ihr gerne Lamm esst, ob es euch nicht schmeckt. Würde mich mega interessieren. Ab in die Kommentare und vor allem auch, ob ihr schon mal Dschingiskan gegessen habt. Weil ich habe schon häufig beim Livestream gehört, dass über Dschingiskan geredet wurde. Und heute ist auch endlich mein Turn, mal dran. Und ja, jetzt wird erstmal gegrillt. Ich teste jetzt mal das Lammfleisch hier. Wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das schmeckt. Und ich wollte es Ewigkeit mal wieder essen. Ein bisschen rein. Mmh. Mmh. Ja, ist sehr lecker. Das ist schon übertrieben lecker. Am Ende kommt nochmal so ein richtiger krasser Geschmack nach. Aber ich muss sagen, schmeckt sehr gut. Nicht so geil wie Rindfleisch, aber dennoch richtig, richtig geil. Und würde ich tatsächlich häufiger essen. Da kommt so ein richtig krasser, intensiver, besonderer Geschmack nach. Den merkt man schon raus. Schon richtig geil auf jeden Fall. So, die Kleine ist auch. Hier Omreis, Omreis. Wo kannst du mal Dschingiskan Daikirai? So, Dai. Da bin ich. Okay. Das Lustige ist, mir hat sie vorhin eine Geschichte erzählt, dass sie das vor 20 Jahren oder so mal so Lamm gegessen hat. Und hat ihr in dem Restaurant gar nicht geschmeckt, sodass sie es bis jetzt nicht mehr gegessen hat. Und ja, ich habe es halt erneut probiert, das fand ich mal wieder. Und jetzt schmeckt sie anscheinend. Und das finde ich cool. Ich habe es auch als Kind vor 20 Jahren ungefähr probiert. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Aber jetzt, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es mir auf jeden Fall gut schmeckt, ja. Hat insgesamt, das Essen hat 1800 Yen gekostet, pro Person, pro Portion. Und da war noch eine Suppe dabei im Prinzip, die kann man all you can eat essen. Das Fleisch selber natürlich nicht, aber wie gesagt, die Suppe selber, die kannst du reinschaufeln wie Son Goku. Du, dein Baby. Genghis Khan. Genghis, Genghis, Genghis Khan. Hey. Was sitzt du? Guck mal. あれも美味しいなんか。うん。それもやってみてなんか。そうだよ。味がなんか知らない味が来るね。うん。リュウと違って美味しさがある。めっちゃ美味しい。ではネキは。ちょっと待ってね。お米が進みます。Wir haben noch leckeren Käse bestellt. Den wird das auch noch grillen, Grillkäse. Und der sieht auch übertrieben lecker aus. Ich liebe so gebraten oder Käse generell. Und gerade wenn er so gegrillt wird, alter Falter, da geht's ab. Jo, jetzt wird's gegessen endlich. Sieht übertrieben lecker aus. Lecker. So, so. Yeah. Oishii. 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 Donna kanji. Donna kanji. Cheese. Soge food. Sake cheese. Niku cheese. Ah. Keine Meerjungfrau, nippt gerade am Wasser. Oh, ist so. Tadakimasu.
ッツァレラっぽい。めっちゃ美味しい。焦げ目もちょうどいい。めっちゃ美味しい。思ったよりトロトロしてなくてしっかりめだ。うん。うん、ないかも。何チーズだろこれ。めっちゃ美味しい。Also den Käse gibt es auch in Deutschland und ich muss sagen, Grillkäse heißt der glaube ich und ich muss sagen, ich liebe ihn, er ist so lecker. In Japan habe ich noch nie gesehen, gerade zum ersten Mal und ja, bin froh, dass ich ihn hier auch mal essen durfte. Schmeckt tatsächlich genauso wie in Deutschland, aber wie gesagt, ist in Japan eigentlich seltener und in Deutschland, ja ich weiß, sau lecker, aber ich weiß, dass der auch nicht gerade günstig war. Wir sind jetzt fertig mit Essen. So noch einmal rumgelaufen um die Farm. Ja, war an sich schon mega schön zu sehen, vor allem mit den Tieren, mit der Familie. Und vor allem das Essen war richtig heftig lecker. Das Lamm hat mir mega geschmeckt. Lasst mich doch unbedingt eure Meinung zu so einer Farm in Japan wissen. Was haltet ihr davon? Seid ihr gern mal so ein bisschen ländlich unterwegs oder auf einer Farm und schaut da, was da so abläuft? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss noch dazu sagen, dieser Kaffee, den ich hier hatte, der war schon richtig lecker. Der war übertrieben lecker. Das war einer der besten Kaffees. Der Kaffee, den ich hatte, der zerstört Starbucks schon abartig. So, das wär's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte den Kanal abonnieren. Es würde den Channel mega, wenn ihr Mitglied werden würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.